Dieses Projekt ist absolut verflucht. Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der 0-Euro-Farm. In der letzten Folge haben wir ein bisschen vergeigt. In dieser Folge wollen wir Geld verdienen. Kleine Sache nochmal, ich habe probeweise von meiner Bio-Farm-T-Shirts drucken lassen. Einmal dieses graue und einmal dieses farbige. Das farbige finde ich ziemlich geil, das graue muss ich nochmal überarbeiten. Ich wollte euch mal fragen, hättet ihr an sowas Interesse? Wenn ja, eher farbig oder so grau, halt noch ein bisschen überarbeitet, das se und die Farm soll ein bisschen heller und allgemein so, dass die farblichen Gegebenheiten bei diesem grauen Shirt halt noch etwas besser zusammenpassen. Wie gesagt, wenn ihr Interesse an solchen T-Shirts habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall freuen. So, wir starten ein Spiel. Ich habe schon ein bisschen was gemacht. Nicht viel, aber so kennt man mich, ne? Gut, wir sind jetzt hier auf dem Feld Nummer 15. Ihr seht schon, ich habe hier ein bisschen was gemäht. Die letzten zwei Bahnen machen wir nochmal eben zusammen. Hier mit dem Magnum. Ich finde den ziemlich geil, muss ich sagen. Also der gefällt mir. Auch vom Innenraum. Ja, ist das ein echt schöner Traktor. Die Sitze hätten vielleicht irgendwie eine andere Farbe haben können. Grau oder so. Aber ansonsten ein sehr, sehr schöner Traktor. Und ich würde sagen, wir legen los mit diesem Mähwerk, welches eine Schwarzzusammenlage hat. Macht das Ganze ziemlich praktisch. Und in dem Sinne, nochmal hier einstellen und dann machen wir mal hier alles an und let's go. Denk mal, das ist jetzt... Ja, mit Glück kriege ich jetzt das in der nächsten Bahn fertig. Dann müssen wir es pressen, dann müssen wir es wickeln und dann müssen wir es verkaufen. So ist der Plan. Wir werden heute das in der Folge fertig machen. Allerdings kann es sein, dass ich zwischendurch mal eine Zeitraffer und einen Cut mache, damit wir es halt auch in dieser Folge fertig kriegen, denn ich möchte meine Videos ja so ungefähr 20 Minuten, wenn es ein bisschen weniger und ein bisschen länger ist, ist das okay, aber so um die 20 Minuten und nicht länger, also theoretisch. schlimm. Ja, ich muss nochmal Danke sagen, das Feedback von euch bezüglich der 0-Euro-Farm hier ist schon ziemlich cool. Also vielen Dank dafür, dass das so gut bei euch ankommt, das gefällt mir und freut mich. Und dementsprechend habe ich jetzt auch beschlossen, statt eine Folge pro Woche machen wir auf jeden Fall zwei. Dann werden wir am Wochenende halt jeweils Samstag und Sonntag werden wir am Wochenende werden wir immer zwei Videos pro Tag machen. Wir stocken das Ganze ein bisschen auf, so dass wir halt mehr Videos haben hier. Ich denke mal, ihr müsst ja nicht jedes Video gucken, aber wenn ihr Bock drauf habt, dann könnt ihr es und schadet ja niemanden und ja, irgendwie so. schlimm. So, wir klappen das ein. So. Gut, und fahren zum Händler zurück, der ist zum Glück nicht ganz so weit weg. Und jetzt die Ballenpresse schnappen. Ja, schade, dass es keine, eine Kombipresse ist, wäre natürlich deutlich einfacher für diesen Job, aber man nimmt, was man hat. Man nimmt, was man hat. So, im Großen und Ganzen angekommen. Wir klappen das Gerät mal auseinander. Zoomen mal ein bisschen raus, damit wir uns das einmal angucken können. Und werden dann jetzt anschalten und pressen. Ich denke mal, das können wir mal ganz gut aus der Innenkamera machen. Wie passt denn da rein? Oh, 5000? Nee, 6000 Liter sogar? Ist das richtig? Krass. Naja gut, es sind halt Big Packs, ne? Richtig dicke, fette Packen. Mit Stroh. Jetzt gerade noch Gras, später wird's denn Silage. Ja, ich finde das ganz cool, dass auch jetzt die Volumen der Ballen unterschiedlich ist. Es ist ja auch so, dass man allgemein in den Quaderballen deutlich mehr Masse reinkriegt, weil die halt deutlich mehr gepresst werden als bei einer Rundballenpresse. Und dass sich das hier in Gewicht und auch dem Füllvolumen ja so aus
ja, so auswirkt. Finde ich echt cool, muss man sagen. Gut, aber liebe Freunde, ich würde sagen, wir machen eine wunderschöne kurze Zeitraffer, indem wir das Feld fertig pressen und einwickeln und sehen uns dann zum Verkauf wieder. Wir haben 14 Ballen hier drauf und müssen jetzt mal gucken, wo wir überhaupt hin müssen damit. Da. Okay. Wir fahren also, wo sind wir denn? Wir sind da. Wir fahren also jetzt hier lang und dann hier die Straße am Teich lang. Oder, nee, komm, wir fahren hier durchs Dorf. Wir haben gerade durch und dann über die Brücke. Alles klar. Den Weg kenne ich quasi. Das ist gar kein Problem. In dem Sinne, let's go! Ah, schön, schön, schön. Ah, ich freue mich. Mit Vollgas zum Geld. So soll's sein. Also so weit weg ist das jetzt doch nicht. Aber ein bisschen Gefahr ist das schon. Diese kleine süße Biogasanlage. Ist echt niedlich. So, wo hat sie denn ihren Trigger? 3 Uhr 28 nachts. So, Leute, ich habe jetzt nochmal einen zweiten Trailer geholt, weil... Naja, das ist nicht so erfolgreich. Und dementsprechend versuchen wir jetzt mal diesen Trigger hier. In der Hoffnung, dass wir hier auch irgendwas loswerden. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass wir hier einen Radlader oder so brauchen. Dieses Projekt ist absolut verflucht. 3 Stunden später. Fängst du jetzt mal an, mir gehen die Schilder aus. Kein Problem. Gut, Leute. Ich habe den starken Bauernmod aktiviert. Und der rettet uns gerade so ein bisschen den Arsch. Weil offensichtlich können wir damit ein bisschen was von der Silage loswerden. Das ist ja fantastisch. So, also wir müssen das auf jeden Fall hier reinmachen in den Trigger. Was wir auf jeden Fall aber auch schon sehen ist, der ist gleich voll. Oder ist schon voll, ich weiß es nicht. Das heißt, wir werden hier nicht alles auf einmal reinmachen können, sondern
So ein bisschen nach und nach. Ist aber auch okay, ist natürlich realistisch. Ich würde sagen, wir stapeln hier nochmal ein bisschen was rein, was denn hier reinfallen kann nach und nach. Und dann alle, hopp. Okay, lassen wir so. Dann holen wir einfach mal das nächste Fuder, beziehungsweise ich hole jetzt mal die Fuder hierher und werde die dann nach und nach hier reinschaufeln. Irgendwann gibt es Geld dafür. Oh Gott. Muss ich sagen, ist natürlich beschissen gemacht. Jetzt ohne Witz, es ist echt beschissen gemacht. Es gibt hier solche Aufträge, aber wir haben nicht das Werkzeug, das da reinzumachen. Das ist nicht okay. Also, ich denke mal, es ist, bevor wir jetzt wieder miese machen, ist es okay, dass ich den starken Bauernmod jetzt gerade nutze. Weil wir können uns ja auch keinen Frontladerträger oder so holen. Wo ich jetzt übrigens sagen muss, das wird die erste Anschaffung sein. Ein Frontladerträger oder ein Traktor mit Frontlader. Habt ihr auch schon einen Blick? Können wir aber... Ihr könnt ja ganz gerne in den Kommentaren mal raten, was für ein Traktor ich im Blick habe. Leute, es ist ein Wunder geschehen. Ihr seht ja noch meinen Haufen, den ich hier habe. Den Haufen. Das, was hier rumliegt. Die beiden. Und ich glaube, ich habe den nächsten Bug gefunden. Ist ja so, so Ernteaufträge, die kann man nicht abschließen. Bei Silageaufträgen verdient man sich dumm und dusselig. Wir haben ja kaum was abgegeben. Guck dir das mal an. Hier sind 14 Stück auf dem Haufen. Hier liegen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rum. Ich weiß gar nicht, ist hier unten noch einer drin? Nee, wir haben 5 Stück abgegeben. Der Auftrag ist fertig. Das war das, was die... 5 Stück! Und wir haben jetzt noch 28, 30... Wir haben noch 39 Stück hier rumliegen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir jetzt den Auftrag abschließen. Verschwinden die Ballen oder nicht? Ich muss allerdings dazu auch sagen, ich habe so ein bisschen Schiss. Also, anders. Ich habe Bedenken, das hier jetzt so anzunehmen. Weil das ist ja definitiv nicht Sinn der Sache. Hiermit verdienen wir so viel Geld, da können wir uns ja locker einen Traktor von kaufen. Ich denke mal. Wir gucken jetzt mal, dass wir hier noch ein paar von verkauft bekommen. Wir verkaufen noch irgendwie 4 Stück davon. Irgendwie in der Hoffnung. Und werden dann den Auftrag abschließen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sind die weg und dann ist das so. Oder sie sind noch da und wir haben A, erstmal eine Beschäftigung für die nächsten 4 Wochen und B, ja, irgendwie viel zu viel Geld für zu wenig Arbeit. Also, ja, ich weiß nicht. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Es ist 2 Tage später. Also, kein Scheiß, ich habe 2 Tage vorgespult. Und ihr seht, wie viel ich verkauft habe. Reden wir nicht drüber. Wir werden erstmal eben den letzten Ballen da reinschmeißen, beziehungsweise... Oh, er ist ganz weg. So, ihr seht, mehr geht nicht. Also, der Verbrauch ist absolut lächerlich. Das ist echt, milde gesagt, nicht viel. Wir bekommen... Ja, wir beenden jetzt den Auftrag. Und gucken, ob die Ballen bleiben oder nicht. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Ich sag mal, wir konnten ein bisschen unserer Schulden dadurch loswerden. Knapp 3000. Und bekommen jetzt ja auch gleich noch Geld. Und wenn sie da bleiben, dann werden wir hier halt alle 2-5 Tage mal einen Ballen reinschmeißen. Wie das denn echt ist. Also einen Ballen pro Woche. Balancing. Okay, let's go. Wir beenden den Auftrag. Und zwar hier. Ballen pressen. Das könnte man machen. Heu. Und beim Viehhändler verkaufen. Das könnte vielleicht sogar Sinn machen. Wir könnten allerdings auch was anderes mal machen. Irgendwie so ein...
Auftrag, so. Irgendwas anderes. Das gucken wir uns dann aber in der nächsten Folge auf. Das gucken wir uns in der nächsten Folge an, denn wir geben jetzt unseren, ja, Bam. Und die Ballen sind auch da, oh mein Gott. Eieieiei. Schön wär's ja, können wir die nicht einfach so... Das kann's doch nicht sein, okay? Ja, Leute, ich will nichts sagen, aber... Das habe ich mir anders vorgestellt. Wir werden die Ballen aber... Ja, nach und nach jetzt verkaufen. Ist ein nettes Geschenk. Vielen Dank dafür, lieber... Bauer. Scheinbar möchtest du selbst kein Geld verdienen. Naja. Leute, wir sind im Plus. 12.177 Euro. Und hier steht auch noch einiges an Geld. Also, ich weiß es gerade nicht. Wir können mal gucken, was die Lage so pro 1000 Liters bringt. Also, Silage bringt pro 1000 Liter bei der Biogasanlage, wo wir gerade sind, 317 Euro. Wir können allerdings auch zum Viehhändler fahren und da die auf einmal verkaufen. Das wird vielleicht sogar ein bisschen Sinn machen. Dafür brauchen wir allerdings einen Ballenwagen und Co. Das heißt, ich würde sagen, wir lassen die hier erstmal liegen, bis wir ein bisschen mehr Kohle haben, also bis wir uns einen eigenen Traktor und einen Wagen leisten können. Apropos eigener Traktor... Wir gucken einfach mal, was hier in den Angeboten ist. Naja. So. Ich hoffe, dass dir das gefallen hat. Mal wieder so eine, ja, absolut Folge, wo, absolut lost. Also, zu nichts zu gebrauchen, der Sammy. Wenn dir das aber trotzdem gefallen hat. Denn, Däumchen nach oben, Abo für meinen Kanal, falls du mich noch nicht abonniert hast, wäre fantastisch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dort werden wir mal einen anderen Auftrag machen. Und ja, achso, du darfst auch gerne mal auf Twitch vorbeigucken, weil dort bin ich so ein, zweimal die Woche live, wenn ich Lust habe. Und ja. Ja, ihr könnt ganz gerne auch nochmal in die Kommentare schreiben, was ihr jetzt hier, was ihr davon haltet hier. Oh, guck mal. Oh. Ich kann es von hier hochheben. Ciao.